Huhu, Leute, ich bin Flaschow, willkommen zu Let's Play League of Legends. Es ist nicht lange her, da kam mein letztes Video. Jetzt hier direkt das hinterher. Wir gucken uns die Teams an. Pantheon, Annie, Nunu, Corki und Warwick in unserem Team. Und im Gegnerteam Vega, Corki, Blitzcrank, Xion und Riven. Und ihr seht, ich spiele wieder mit Warwick. Allerdings wolltet ihr bei meinem letzten Warwick-Video, wo ich ja einen Laning Warwick gespielt habe, wolltet ihr ja, dass ich Warwick mal als Jungler spiele. Und darum kommt jetzt hier auch schon direkt das nächste Level. Ich will euch damit natürlich nicht lange warten lassen und gehe natürlich auf eure Wünsche ein. Ihr wolltet einen Jungle Warwick sehen, ihr habt nur einen Lane Warwick gesehen. Darum jetzt hier das Video mit Warwick als Jungler. Das Video, das Spiel war jetzt nicht so überragend. Ich denke, es ist ganz in Ordnung. Es war nicht überragend, weil ich jetzt halt möglichst schnell nach dem letzten Video jetzt hier auch dann euren Wunsch erfüllen will und direkt das nächste Warwick-Video zeige. Aber ich denke mal, das wird schon in Ordnung sein. Ich fange hier immer bei den Doppelgolems an. Ihr habt es am Anfang gesehen, dass ich erst nach oben gelaufen bin und dann nach links. Das liegt daran, dass die Gegner hier Clairvoyance hingemacht haben, wodurch sie hier in unsere Base gucken können. Und ich will natürlich nicht den Gegnern sagen, wo ich anfange. Das heißt, wenn ich jetzt direkt hier nach unten gelaufen wäre, hätten die Gegner gesehen, dass ich hier bei den Doppelgolems anfange. Darum bin ich erst nach oben gelaufen, damit die Gegner denken, ach, der Warwick, der läuft zum Golem hier. Aber hier bin ich gar nicht und in Wirklichkeit bin ich dann nach hier unten abgebogen. Das mache ich halt eigentlich immer, wenn ich sehe, hier hat ein Gegner Clairvoyance hingemacht, also Hellsehen. Und der kann sehen, wo ich hinlaufe. Dann laufe ich immer erst in die falsche Richtung und dann erst zu der Stelle, wo ich hin will. So. Ich kann euch auch schon mal direkt sagen, warum dieses Spiel jetzt nicht so überragend war, warum ich das sage. Denn ich finde Jungle Warwick ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich finde einen Lane Warwick, so wie ich ihn in meinem ersten Video gespielt habe, finde ich ehrlich gesagt momentan als Warwick-Bild viel besser als den Jungle Warwick. Auch wenn Jungle Warwick damals halt extra für den Jungle erstellt worden ist. Also im Prinzip gibt es in diesem Spiel Warwick nur, weil Riot einen Jungle-Charakter haben wollte und damals gab es halt kaum Charaktere, die jungeln konnten. Da war im Prinzip Warwick so die einzige Möglichkeit und später kam dann noch Udyr dazu. Aber momentan, finde ich, ist der Jungle Warwick gar nicht mehr so stark. Es gibt auf jeden Fall einige Charaktere, die einfach besser jungeln können und vor allem auch schneller jungeln. Auch wie gesagt, wenn Warwick eigentlich für den Jungle erstellt worden ist er meiner Meinung nach einer der langsameren Jungler. Also es gibt definitiv Leute, die da schneller sind, wie zum Beispiel Trundle oder Nunu oder Udyr. Die sind um einige schneller als Warwick, aber trotzdem kann man ihn halt immer noch als Jungler spielen. Der wird auch hauptsächlich als Jungler gespielt und das kann man auch immer noch machen. Allerdings, was ich halt hier an Warwick halt nicht so gut finde, was halt an anderen Charakteren besser ist, dass die Ganks von ihm sehr schwach sind, vor allem vor Level 6. Ab Level 6 ist es natürlich total geil und kein Problem, weil dann hat man den Ulti und dann kann man auch ohne Probleme mal ganken, weil dann kann man eh ein, zwei Sekunden suppressen, also unterdrücken und hat dann 2 Sekunden Stun, was natürlich genial ist. Aber vor Level 6 sind die Ganks von Warwick total schwach, weil er halt keinen sogenannten Gap Closer hat. Also er hat sozusagen kein Skill, womit er schnell an den Gegner rankommen kann, wo er die Reichweite, die Distanz zwischen Warwick selbst und dem Gegner irgendwie ja, verringern kann. Das hat er nicht. Im Prinzip kann man nur ganz normal auf den Gegner zurennen. Und selbst dann, wenn man da ist, hat man immer noch absolut gar kein Crowd Control, wenn man nicht gerade den roten Buff hat. Und die Gegner können im Prinzip einfach vor einem wegrennen. Und darum sind, finde ich, die Ganks vor Level 6 von Warwick so total schwach, weil eigentlich alle anderen Jungler haben irgendwie so einen Gap Closer oder wenigstens ein bisschen Crowd Control. Olaf kann seine Axt schmeißen, Udyr kann extrem schnell rennen und dann auch stunnen, Lee Sin kann sich zu einem Gegner hindashen und alle Jungler haben irgendwie sowas und Warwick hat das nicht. Warwick hat zwar hier nur seinen E-Skill, wodurch er, wenn der Gegner unter 50% schneller rennen kann, aber dann muss der Gegner auch erstmal unter 50% Lebenspunkte sein, damit das überhaupt geht. Und dann darf man das beim Gank natürlich nicht anhaben, weil sobald man das anhat und man riecht ein sozusagen, wenn der unter 50% ist, dann wird dem das angezeigt, dass er gerochen wird und dann weiß der Warwick ist in der Nähe. Das heißt, man darf das erst anmachen, wenn der Kampf eh schon losgegangen ist. Darum finde ich die Ganks von Warwick halt ziemlich schwach vor Level 6 und darum spiele ich ihn auch ehrlich gesagt nicht so gerne als Jungler. Aber ihr werdet sehen, es klappt auch trotzdem. Ich fange hier immer mit einem Langschwert an.
Um einfach mehr Schaden zu machen durch meinen Passiven. Heil habe ich ja sowieso ein bisschen Lifesteal. Darum klappt das hier ganz gut im Jungle. Bei den Doppelgolems anfangen ist auch eine relativ sichere Methode anzufangen, weil bei dem Golem hier, beim Blauen, wird man oft anfangs auf Level 1 gegankt. Und hier zu den Doppelgolems kommen die Gegner nur ganz selten mal, wenn sie einen nicht gerade mit Hellsehen sehen. Wir sind hier auch schon 2-0 in Führung gegangen. Ich hole mir gerade den roten Buff. Hab jetzt beide. Und dann kann man auch mit Red Buff kann man dann mal versuchen zu ganken. Auch wenn es halt trotzdem schwer ist. Aber wenn zum Beispiel wie hier die Gegner relativ weit pushen, dann kann man halt einfach hier aus dem Gebüsch kommen und vielleicht einen Gegner treffen und den dann verlangsamen, dann geht's. Aber sonst ist es ziemlich schwer mit dem zu ganken. Meiner Meinung nach. Gut, ich habe hier noch Flash und könnte mich zu einem Gegner ranflashen, um ihn zu verlangsamen. Aber von den Gegnern haben eigentlich auch alle Flash mit, wie ihr seht. Jeder einzelne von den Gegnern hat Flash. Das heißt, wenn ich mich zu einem hinflash, muss er auch einfach nur Flash benutzen und ist dann wieder weg. Darum relativ schwache Ganks. Ich möchte mir jetzt hier noch die Wölfe holen und dann hoch zum Pantheon gehen. Weil der muss da gegen zwei kämpfen, da die Gegner keinen Jungler haben, wie ihr seht. Das heißt, er ist da alleine gegen zwei und dem will ich natürlich helfen. Darum, allerdings wird er jetzt gerade angegriffen. Das ist natürlich schade, dass die Gegner ausgerechnet jetzt kommen. Gerade wo ich ganken will, stirbt er dann vorher, sodass ich ja jetzt den Gank im Prinzip vergessen kann. Ich gehe trotzdem mal nach oben, damit die Gegner hier den Tower nicht wegpushen. Die Riven ist ja relativ low. Allerdings kann ich, auch wenn ich ein Level über den bin, kann ich es mir hier nicht erlauben, die zu attackieren, da die alle ja immer noch stunnen können. Der Sion kann stunnen und die Riven kann auch mehr oder weniger ein bisschen Crowd controllen. Darum bin ich da jetzt auch nicht volle Kanne auf die draufgegangen. Der Pantheon sagt da, dass ich ein bisschen spät bin, aber gut, ich wollte halt jetzt noch meinen Jungle da fertig machen und dann auch ganken kommen. Dass der da halt genau in dem Moment dann stirbt, als ich kommen will, ist natürlich Pech. Der hätte da vielleicht ein bisschen defensiver spielen müssen, dann hätte der Gank vielleicht geklappt. Aber so konnte ich jetzt wenigstens kurzzeitig auf die Top-Lane gehen und hier ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, sodass ich auch kurz vor Level 6 bin. Ich gehe hier jetzt auch noch mal rum, in der Hoffnung, dass irgendein Gegner da ist. Allerdings scheinen die wirklich beide zurückgegangen zu sein, darum kann ich es hier vergessen. Mitte muss ich auch nicht ganken, da die Annie hier ihren Vega in der Mitte gekillt hat. Sie geht jetzt auch mal runter zum Ganken, darum werde ich so lange die Mitte übernehmen. Sion ist jetzt auch hier. Ich will einfach nur Level 6 werden, das bin ich jetzt auch. Und ich kann euch hier auch schon mal vorher sagen, auch wenn ich hier einen Jungle Warwick spiele, ähnlich wie auch den Lane Warwick, spiele ich den Jungle Warwick relativ tanky, also nicht als rein Attack Damage oder Damage Dealer Warwick, sondern auch potenziell eher tanky, weil man halt in den Nahkampf muss und im Nahkampf dann oft mal in 2, 3, wenn nicht sogar allen 5 Gegnern gleichzeitig drin steht und da einfach ultra auf den Sack kriegt und ultra viele Attacken abkriegt, auch wenn es nur AOEs sind, die einen eigentlich gar nicht treffen sollten. Aber als Nahkämpfer muss man halt damit rechnen, einfach in 5 Gegnern drin zu stehen. Und darum baue ich meine Nahkämpfer alle relativ tanky. Und das werde ich hier mit Warwick auch machen. Natürlich werde ich auch ein bisschen Damage bauen. Ich baue mir jetzt hier auch am Anfang eine Wriggles Laterne, wie eigentlich mit jedem Jungler. Und werde danach aber erstmal ein kleines bisschen tanky bauen und dann wieder ein bisschen mehr auf Damage. Aber erstmal will ich meine Defensive hier irgendwie so ein bisschen klar machen, bevor ich dann hier auf Damage gehen kann. Aber als erstes natürlich erstmal die Wriggles Laterne, was ja sowieso schon ein relativ gutes Early-Game-Item ist. Es lohnt sich auf jeden Fall fast immer, dieses Item zu kaufen, denn alle 3 Minuten ein Ward, und überlegt man, Ward kostet 75. Und wenn man das ganze Game über alle 3 Minuten ein Ward setzen kann, einen kostenlosen, dann ist das ein Item, was eigentlich wirklich sein Geld wert ist. Im Prinzip müsste das Item noch teurer sein für das, was es einem gibt. Also noch defensiver, also Armor und Lifesteal und sowas. Also ein Item, womit man das Geld auf jeden Fall, was man investiert hat, wieder rausholt letztendlich. Darum, ich hole mir sogar manchmal Wriggles Laterne, selbst wenn ich nicht jungeln gehe und nur Lane gehe. Da habe ich mir auch schon öfter mal Wriggles Laterne gekauft mit bestimmten Charakteren. So, ich gehe jetzt mal nach oben, weil ich sehe, die Annie und der Pantheon sind da gegen 2. Attackieren da jetzt auch. Haben da jetzt auch die Riven gekillt und sind hinterm Sion her. Ich habe meinen Ulti, das heißt, ich könnte ihn jetzt stunnen, wenn ich mich jetzt hinterher flashe, dann komme ich an ihn ran, um ihn zu crowd-controllen, damit unser Team da auch rankommt, und das war's dann auch. Der Sion wäre noch weggerannt, unsere Annie konnte sich natürlich auch nicht trauen, da noch weiter hinzugehen. Aber ich habe da meinen Flash benutzt, um die
die Distanz zu verringern und konnte dann mit meinem Ulti auf ihn draufspringen. Das hat ihn dann so lange aufgehalten, bis dann auch Pantheon und Annie wieder da waren und so konnten wir ihn dann killen. Darum, ich im Prinzip braucht man mit Warwick, braucht man im Prinzip nur sein Ulti für den 1,8 Sekunden Stun hier. Und sonst kann man eigentlich relativ tanky spielen, sodass man überlebt, ab und zu mal ein bisschen Schaden mit Q machen und so. Sonst einfach nur sein Team durch Stunts unterstützen und darum auch nicht traurig sein, wenn man anderer den Kill holt. Hier ist jetzt die Riven, die will hinter der Annie her, die weiß, dass sie da im Gebüsch ist. Die Annie kommt jetzt aber nochmal. Der Sion hat sich jetzt hier auch geflasht, wollte unbedingt die Annie holen, hat aber nicht geschafft, war außer Reichweite. Ich habe leider kein Mana mehr. Mal gucken, ob die jetzt hier auf die losgehen. Die Annie ist auch leider, hat keinen Stun ready. Und ich habe keinen Mana mehr, aber wir haben wenigstens die Annie jetzt noch verteidigt, sodass die Riven die nicht holen konnte. Und wir haben ihr etwas Schaden gemacht. Aber wir ziehen uns jetzt hier auch alle drei zurück, denn ich habe 1700 Gold und könnte mich damit eigentlich mal zurückziehen. Beziehungsweise eigentlich einkaufen gehen. Ihr seht, ich habe mir jetzt hier die Wriggles Laterne gekauft. Habe jetzt also ein bisschen Damage und Lifesteal. Also jetzt fürs Early Game reicht das erstmal an Attack Damage, beziehungsweise an Schaden. Damit kann ich jetzt auch viel besser jungeln, darum renne ich jetzt auch direkt hier zum blauen Golem, um mir die Buffs wieder alle zu holen. Einmal durch meinen Jungle zu rennen. Und dann baue ich ein bisschen Tanky mit Merkurschuhen. Auch wieder Spirit Visage, was ja bereits auch schon ein Item in meinem Itembild vom Lane Warwick war. Und dann ein bisschen anders ab dann. So, ich gehe jetzt hier auf die Top Lane, da hier die beiden Gegner pushen. Die Riven hat mir dann ein kleines bisschen Schaden gemacht, hat dann allerdings auch einen Tower-Hit kassiert und noch einen und verliert so durch Lebenspunkte und ich bin noch voll jetzt. Wenn die so weitermacht, stirbt sie gleich. Tja, ich habe jetzt auch mein Ulti wieder. Wäre die jetzt noch ein einziges Mal in den Tower gerannt, hätte ich sie im Tower geultiert. Aber jetzt hat sie sich leider zurückgezogen, weil ich sie auch gerochen habe. Das ist sowieso etwas, womit ihr saumäßig aufpassen müsst. Wenn ihr ganken wollt und ihr wollt nicht, dass der Gegner seht, dass ihr kommt, dann müsst ihr diesen Skill ausmachen, Bloodscent. Damit ihr den Gegner nicht riecht, weil sonst weiß der das halt. Und erst, wenn ihr wisst, auch jetzt weiß der Gegner eh, dass ich komme, beziehungsweise jetzt ist der Kampf losgegangen, dann auf jeden Fall aber auch wieder anmachen. Weil ihr damit halt schneller rennt und so im Prinzip an die Gegner rankommt, weil er ja sonst keinen Sprung oder Dash oder Teleport oder sowas habt. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie an den Gegner rankommen, wenn die vor euch fliehen. Und dadurch könnt ihr halt schneller rennen. Darum muss es auch auf jeden Fall an sein. Aber bei Ganks muss es auf jeden Fall aus sein. Also es ist auch etwas Schwieriges, was viele mit Warwick falsch machen, weil sie einfach nicht an diesen Skill denken und den einfach die ganze Zeit anhaben. Auch wenn es sinnvoller ist, den zwischendurch auszumachen, damit die Gegner nicht merken, dass man kommt. Naja, ich habe ihn jetzt hier aber auch eigentlich immer an und machen dann nur aus, wenn ich ganken will. Und ich jungle hier jetzt aber mal in Ruhe. Mein Team ist eigentlich ziemlich gut und unsere Annie ist schon unstoppable, ist jetzt hier aber leider auch am Corki gestorben. Wir führen 8:3, weil unsere Annie schon so viele Kills hat. Der Pantheon hat hier auch den Corki dann gekillt. Wir sind also ziemlich gut dabei. Jetzt 9:3 führen wir. Also mein Team spielt ziemlich gut. Vor allem unsere Annie hat ihre Mitte sehr gut gewonnen. Ich habe jetzt hier auch den Red Buff fertig. Und gehe jetzt noch einmal durch den Dschungel durch. Und nachdem dann mein Jungle sozusagen leer ist, kann man dann entweder wieder einkaufen gehen oder gucken, ob man irgendwo was ganken kann. Ich werde aber mal eben die Aufnahme resetten. So, weiter geht's. Wir sind hier unten fertig und jetzt gehe ich mal auf die Bottom Lane, denn hier sind Corki und Nunu, die gerade gegen Riven und Sion kämpfen. Der Sion ist jetzt hier hinter dem Nunu her, hat ihn dann auch noch gekillt. Die sind beide hier im Gebüsch, haben jetzt hier den Corki gestunt. Ich hoffe, der kommt dann noch irgendwie weg. Der Sion rennt da hinter dem Corki her. Ich muss ihn jetzt irgendwie retten, darum zünde ich mein Ulti auf den Sion. Um da den Corki zu retten, habe ich auch geschafft. Und jetzt muss ich selber irgendwie wegkommen. Da hat mich leider der Blitzcrack noch getroffen. Das war natürlich scheiße. Jetzt können die Gegner hier hinter mir her und mich crowd-controllen. Ununterbrochen im Prinzip. Die diven jetzt einfach und werden mich damit wahrscheinlich auch noch killen. Ich versuche noch so viel Schaden wie möglich, so lange zu überleben wie möglich. Allerdings hat die Riven da richtig viele Tower-Hits kassiert, sodass der Pantheon die jetzt ohne Ende killen, ohne Probleme killen konnte. Bin er leider gestorben, aber nicht so schlimm. Dadurch hat wenigstens unser Corki überlebt. Ich habe ihm den Arsch gerettet, weil ich den Sion im Tower gestunt hatte mit meinem Ulti und der Tower den dann totschießen konnte. Ich habe dafür dann auch den Kill gekriegt zum Glück. Und der Corki hat überlebt, auch wenn ich dann gestorben bin. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ich spiele ja eher mehr tanky und nicht so viel auf Schaden. Darum sollen ruhig die anderen die Kills kriegen.
Also ich bin jetzt wieder da, habe mir meine Merkur-Schuhe fertig gekauft und werde jetzt mit Spirit Visage weitermachen, da das ja auch sowohl Leben als auch Magieresistenz gibt und die haben auch relativ viel magischen Schaden. Der Vega macht zum Beispiel magischen Schaden, der Blitzcrank macht sehr viel magischen Schaden und vom Sion sein Stun und sein Schild machen auch magischen Schaden. Der Rest ist alles physisch, aber da werde ich gleich auch noch was für bauen. Und ich gehe wieder in den Jungle, ein bisschen jungeln. Das geht jetzt ziemlich gut mit der Laterne, weil ich halt 15% Chance habe. Nee, sogar 20% Chance, sehe ich gerade, 500 Bonusschaden an den Minions zu machen, die damit direkt killen kann. Ich gucke gerade mal auf die Karte. Der Sion steht hier im Gebüsch bei der Annie. Der müsste da eventuell gleich rauskommen. Ja, da kommt er auch. Die Annie hat da aber den Sion gestunt. Der Pantheon ist jetzt auch gerade auf dem Weg dahin. Ich mache mich auch auf den Weg. Wollte noch meine Hexen, meine Wraiths killen, hab's aber nicht, und gehe jetzt erst dahin, aber es hätte eh nichts gebracht, wenn ich vorher dahin gegangen wäre, weil ging ja eh noch kein richtiger Kampf los. Jetzt geht's hier aber los, darum jetzt hier auch hinter den Gegnern her. Die Annie hat da wunderschön den im Sion gestunt. Jetzt hier hinter der Riven her. Ich habe da auch gerade meinen Ulti noch auf den Sion gemacht, damit er da nicht wegkommt. Jetzt hat sie versucht, sich reinzuflashen und die Riven mit ihrem Bären zu killen. Hat sie leider nicht geschafft. Ich rieche die Riven, darum weiß ich immer, wo die ist. Wenn die jetzt zu nah kommt, gehe ich mal rein. Der Stunt von Vega ist jetzt schon mal weg. Das heißt, die kann mir da, könnte mich nichts mehr aufhalten. Jetzt wollte sie mich auch stunnen, hat allerdings ihres daneben gesetzt. Jetzt sehe ich, dass sie fast kaputt ist. Ich renne jetzt einfach hinter der her, weil ich weiß, ich renne schneller dadurch, dass sie so riecht und konnte sie dann mit meinem Kuh, konnte ich sie dann sogar noch killen. Auch wenn ich da relativ weit an zwei Towern vorbeirushen musste. Der Blitzcrank ist jetzt hier hinter mir her. Ich muss jetzt immer aufpassen, dass der Grab von ihm nicht kommt. Darum, sobald jetzt Grab wird, werde ich ausweichen. Allerdings hat er jetzt schon aufgegeben und ich bin noch weggekommen. Sehr gut, Vega hat auch nicht wirklich mitgeholfen, dem Blitzcrank mich da zu killen. Das hätten die zu zweit ziemlich geschafft. Wenn nämlich der Vega jetzt noch hier rumgelaufen wäre in den Fluss, dann hätten sie mich da stunnen können. So geht der Blitzcrank jetzt hier auf die Bottom Lane und zieht dann noch den Corki und kriegt den auch gekillt. Jetzt muss unser Nunu ein kleines bisschen aufpassen. Boah, ich hab einen trockenen Hals, ey. Ich bin jetzt hier in der Mitte am Verteidigen gegen den Vega. Da kommt der Pantheon runtergesprungen. Allerdings flasht sich der Vega im letzten Moment noch weg und rennt auch ein kleines bisschen schneller. Ne, er rennt jetzt hier durch den Fluss, weil er weiß, dass seine Kollegen hier auch von unten kommen. Ich habe dann noch einen Ward gesetzt. Jetzt sind da die Gegner hinter mir her. Machen auch relativ viel Schaden an uns. Das Problem ist, dass die hier zu dritt sind und wir nur zu zweit. Unser Nunu kämpft hier unten noch gegen den Blitzcrank. Allerdings konnte ich da jetzt nicht sehr viel machen, auch wenn die Riven wieder fast kaputt gegangen ist. Dann konnte ich da nicht viel helfen und bevor wir beide sterben, also Pantheon und ich, bin ich dann lieber weggerannt. Hä, hey, wann habe ich denn zwei Kills gemacht? Habe ich diesen zweiten Kill gar nicht mitgekriegt? Ah doch, die Riven war es, genau. Ups, die Riven war der zweite Kill. Okay, gut. So, jetzt muss ich hier ein bisschen hinter der... Ich habe gerade gesehen, dass der Blitzcrank hier bei der Annie ist. Darum wollte ich da gerade hochlaufen, aber sie ist schon ohne Probleme selber weggekommen. Oder war es der Sion? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dachte ich, da ist noch jemand hinter der Annie her. Aber sie hat es ja ohne Probleme hier hingeschafft. Hat auch schon ihren Ward of Ages und macht ziemlich viel Schaden, wie ihr seht. Da ich aber out of Mana bin, werde ich mich jetzt mal zurückziehen. Die Annie holt sich nämlich hier immer meinen Blue Buff. Aber gut, kann sie auch haben. Auch wenn der Blue Buff bei mir natürlich auch ziemlich cool wäre, weil ich dann ein bisschen mehr meine Skills spammen kann, ist er auf der Annie auf jeden Fall sinnvoller. Vor allem, weil die Annie jetzt mittlerweile auch schon 7 Kills hat. Ihr seht, ich habe meine Spirit Visage fertig. Das heißt, ich habe jetzt schon mal ziemlich viel Magieresistenz 113, was für 18 Minuten im Spiel ganz gut ist. Das heißt, die magischen Leute machen mir schon mal nicht so viel Schaden. Jetzt muss ich noch was für die gegen die physischen tun und werde mir dafür einen Sonnenfeuerumhang kaufen. Gibt halt Leben und Rüstung und macht auch noch 35 Magieschaden bei allen Gegnern um mich rum. Das heißt, ich mache dadurch auch schon mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Kann also auch ein bisschen Schaden verteilen damit und bin dann auch insgesamt ziemlich tanky mit vielen Lebenspunkten und guten Resistenzen. Und ab dann danach kann ich dann ein kleines bisschen mehr auf Schaden gehen. Aber wie gesagt, ich will erstmal meine Verteidigung in den Griff kriegen. So. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen ins Gebüsch und gucke, ob ich hier irgendwo einen wegholen kann. Der Sion, der ist hier irgendwo im Gebüsch, genauso mit dem Corki zusammen.
Oh, da kommt der Blitzcrank und schleudert mich hoch. Da flashe ich mich auch zur Not mal, auch wenn es jetzt ein bisschen übertrieben war, flashe ich mich darüber, aber die hätten mich ununterbrochen crowd-controllen können. Geht er jetzt auch auf den Vega. Ich habe gesehen, der ist fast tot und damit er nicht wegrennt, habe ich mein Ulti auf ihn gemacht. Bin jetzt auch einfach total drin, versucht da alle zu killen. Hab jetzt noch die Riven gerochen, muss mich jetzt auch ein kleines bisschen zurückziehen, weil der Sion hier einen Triple Kill an uns gemacht hat. Er hat zum Glück aufgehört uns zu verfolgen, ich bin auch fast kaputt. Hab allerdings, glaube ich, zwei Assists an beiden Gegnern gekriegt. Wie gesagt, mein Ulti direkt auf den Vega gemacht, damit sich der nicht noch wegflashen konnte, weil das machen die Leute ja gern, wenn sie merken, sie sind fast kaputt, schnell Flash, um wegzukommen. Darum, also ich wusste, die Annie hat ihn gestunt und er ist fast kaputt, bin ich mit meinem Ulti draufgesprungen, damit wir den Kill doch auf jeden Fall kriegen. Und er vor allem als AP-Carry von den Gegnern nicht mehr so viel Schaden machen kann. Die Riven ist dann auch noch gestorben. Leider hat der Sion halt einen Triple-Kill gemacht. Hatte 0-3, jetzt hat er 3-3, das heißt, er hat jetzt auch wahrscheinlich richtig gut Kohle gekriegt. Ich guck grad mal. Hat aber zum Glück von niemandem von uns die Killing Spree weggemacht. Das heißt, er hat kein Bonusgeld gekriegt oder so, aber trotzdem, Geld für 3 Kills ist schon ganz gut. Und jetzt, wo es gerade ruhig ist, nutze ich die Zeit, um meinen Jungle wieder zu klären. Eigentlich könnten wir uns auch mal, wenn wir die Gegner nochmal irgendwie vielleicht kaputt kriegen, könnten wir mal den Drachen versuchen. Aber wir haben ja den letzten Teamfight so mehr oder weniger verloren. Von uns sind 3 gestorben, von denen nur 2. Das heißt, der letzte Teamfight ist für die entschieden worden. Die Riven versucht mich jetzt hier ein bisschen zu harassen, aber durch meinen Lifesteal, durch meinen passiven und Wriggles Laterne, heile ich mich relativ schnell wieder voll. Und sie will halt immer hier mit ihrem Crowd-Control-Skill mir ein bisschen Schaden machen. Ich bin aber nach 2-3 Schlägen wieder voll und wenn ich ihr mein Q ins Gesicht jag, mache ich ihr eindeutig mehr Schaden. Aber ich bin jetzt hier auch out of Mana, darum lege ich mich jetzt hier nicht mehr mit der an, weil die rennt hier eh durch den Fluss hoch. Die Gegner sind hier wieder hinter meinem Team her, haben jetzt hier auch den Nunu gegrabt, der hat sich noch weggeflasht, ist allerdings trotzdem gestorben. Ach nee, der hat sich gar nicht geflasht. Egal, ist auf jeden Fall gestorben. Pantheon steht jetzt auch gerade in ganz vielen Gegnern drin. Ist da gestorben. Der Corki geht jetzt eventuell gleich auch noch drauf, wenn er nicht aufpasst. Ja, ist da auch noch gestorben. Das heißt, von uns sind jetzt 3 gestorben, von denen leben noch alle. Allerdings bin ich jetzt hier noch da. Ich rieche auch ganz viel. Das heißt, ich renne total schnell, sind jetzt hier auf meinen Ulti auf den Corki, um einfach ein bisschen hinterher zu kommen. Ja, ich muss dann, irgendeinen muss ich ran, auch wenn die hier fast alle kaputt sind, können wir jetzt nicht viel mehr machen. Das Problem war, dass der Teamfight losgegangen ist, als ich gerade in der Base war einkaufen. Das war natürlich ein bisschen schade, dass da der Teamfight losging. Das ist mir, glaube ich, auch mehrmals in diesem Spiel ist das passiert, dass die Teamfights losgingen und ich war gerade in der Base einkaufen. Jetzt gleiche Taktik wie gerade auch hinter der Riven her, wo ich sie gerade rieche. Allerdings muss ich da im letzten Moment noch abbrechen, weil der Vega da kam. Und da ich zum Glück früh genug abgebrochen habe, hat sein Stun mich nicht getroffen. Jetzt weiß ich aber, er hat keinen Stun und darum gehe ich jetzt einfach ein bisschen auf den Tower. Muss jetzt aber aufpassen, dass der, weil der Blitzcrank da kommt und mich ziehen will. Darum renne ich hier jetzt auch ins Gebüsch. Der Vega ist da allerdings gerade auf die Annie und hat sie auch noch gekillt. Ist da allerdings am Nunu gestorben, am Ulti und ich bin dann auch direkt auf den Blitzcrank zusammen mit dem Pantheon und haben den dann gekillt. Das heißt, von uns ist jetzt nur die Annie gestorben, von denen jetzt 3 Leute, oder? Ne, 2 Leute, sorry. Nur Vega und Blitzcrank. Aber egal. Ihr seht, ich habe mir auch, als ich gerade in der Base war, habe ich mir hier ein Giants Belt geholt, was ein Item von dem Sonnenfeuerumhang ist. Das heißt, den baue ich jetzt als nächstes, wie ich das schon gesagt habe. Und ja, war natürlich schade, dass ich gerade in dem Teamfight nicht dabei war, als der losging, sodass mein Team im Prinzip 4 gegen 5 gekämpft hat. Und ich dann ein bisschen zu spät kam, aber so haben wir wenigstens dann noch den Corki gekriegt. Der ja auch fast kaputt ist, wo ich da mit meinem Ulti draufgesprungen bin. Weiter konnten wir leider nicht, weil sich die Gegner da schon zurückgezogen haben. Ich lasse jetzt hier der Annie auch den Blue Buff, hol mir nur die kleinen Viecher. Die kann sich den Blue Buff holen, wie gesagt, auf dem AP-Carry viel sinnvoller als auf mir. Auch wenn ich es auch gebrauchen könnte. Ich habe auch jetzt schon beide Resistenzen auf über 100. Aber das wird gleich, wenn ich den Sonnenfeuerumhang habe, noch mehr werden. Jetzt hier wieder hier ganz viele Leute in der Mitte. Eventuell geht da gleich wieder ein Fight los. Einen Augenblick. Boah, ich
hab so einen trockenen Hals, ey. Ich hätte mir eigentlich was zu trinken hinstellen müssen. Ich habe jetzt auch hier genug Geld. 1500 brauchte ich, glaube ich. Oder? Genau, 1500 für den Sonnenfeuerumhang. Das Problem ist, jetzt geht, wo ich in der Base bin und gerade einkaufe, geht wieder der nächste Fight hier los. Unsere Annie hat da jetzt auch die Riven gekillt, geht da allerdings voll rein und wird von den Gegnern crowd-controlled. Kommt da allerdings noch gerade so weg, so wie es aussieht. Und der Pantheon killt da den Sion. Ich stehe immer noch in der Base, weil ich noch auf ein paar Gold warten musste, um mir den Sonnenfeuerumhang dann letztendlich wirklich ganz fertig kaufen zu können. Das Gute war, dass meinen Teammates jetzt hier am Tower den Teamfight für sich entscheiden konnten. Ich versuchte aber jetzt auch so möglichst schnell in den Teamfight reinzukommen. Der Corki wurde gerade vom Blitzschild getroffen und hat gerade so überlebt. Jetzt ist der gegnerische Corki, ist auch crowd-controlled. Der Pantheon springt nach drauf. Ich wollte gerade mein Ulti auf den Blitzschild zünden, wurde dann allerdings genau in dem Moment von dem Vega gestunt. Allerdings konnte ich den Blitzschild trotzdem dann auch mit meinem Q killen, jetzt einfach hier hinter dem Vega her. Weil ich wusste, der stirbt auf jeden Fall und ich bin schneller als er. Jetzt kommt hier die Riven, aber die kann da auch nichts groß machen. Ich greife sie direkt an, ohne hier wirklich wegzugehen, weil ich weiß, mein Team killt hier gleich den Tower. Die ist jetzt hier hinter dem Nuno her. Alex ist jetzt auch schon fast kaputt. Jetzt kann ich auch einfach mit Autotext hinterher und sie dann noch killen. Und jetzt habe ich, glaube ich, sogar drei Leute dann jetzt in diesem Teamfight gekillt. Den Blitzcrank, den Vega und jetzt auch die Riven. Vor dem Sion habe ich ein kleines bisschen Angst, weil der schon 205 AD hat und auch schon Trinity Force. Darum ziehe ich mich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen zurück und gehe in den Jungle, weil ich eigentlich immer den Red Buff haben will, weil ich, wie gesagt, kein Crowd Control habe als Warwick, außer meinen Ulti. Und darum halt diesen Red Buff, eigentlich auf diesen Red Buff angewiesen bin, damit ich auch mit meinen Auto-Attacks Schaden machen kann, um den Gegner immer zu slowen. Darum hole ich mir den auf jeden Fall immer und den Blue Buff gebe ich halt an die Annie lieber ab. So, und während gerade nichts passiert, resette ich nochmal die Aufnahme. So, die Hexen habe ich jetzt fertig. Und jetzt rieche ich auch irgendwen, und zwar den Blitzschwink hier, den die Annie da gerade gekillt hat. Allerdings hat die Annie sich jetzt hier gerade ein bisschen verflasht, hatte allerdings noch beide gekillt. Ich hätte jetzt die Annie retten können, wenn ich genug Mana gehabt hätte, aber ich hatte nicht genug Mana für mein Ulti. Das war das Problem. Und ich renne jetzt einfach hinterher, konnte dann noch mein Q machen mit dem bisschen Mana, was ich hatte. Und damit haben wir sie dann gekillt. Schade eigentlich, dass ich nicht genug Mana für mein Ulti hatte, sonst hätten wir sie nämlich einfach ganz einfach killen können, beziehungsweise aufhalten können und die Annie hätte überlebt. Aber das ist halt das Problem, wenn ich keinen Blue Buff habe, geht mir relativ schnell das Mana alle und die Annie will ja mal die Blue Buffs haben. Aber es denke ich mal nicht so schlimm, dass sie da gestorben ist. Wir haben sie ja gerecht und jetzt, wo die Gegner größtenteils alle kaputt sind, konnten wir uns dann auch mal den Drachen holen. Das erste Mal in diesem Spiel, glaube ich, aber wir haben jetzt Dragon Control. Es dauert jetzt 6 Minuten, bis der Drache wieder da ist. Was übrigens auch ein sehr guter Tipp ist, wenn ihr den Drachen tötet, schreibt ihr einfach die Zeit, wann der wieder spawnt, in den Chat runter. Weil ihr seht ja oben rechts, seht ihr ja, welche Zeit ihr gerade habt. Und der Drache braucht 6 Minuten zum Spawn. Und ihr rechnet dann einfach auf die Zeit, die gerade abgelaufen ist, 6 Minuten drauf und schreibt das in Chat. Erstens wissen so alle, wann der Drache wiederkommt. Und zweitens könnt ihr immer, wenn ihr Enter drückt, den Chat wieder aufrufen, um euch nochmal in Erinnerung zu rufen, wann der Drache wieder spawnt. Und so könnt ihr immer ganz genau wissen, wann der Drache wieder da ist und euch den immer dann direkt wiederholen, wenn er spawnt. Und die Gegner können das halt zeitlich nicht so genau sagen wie ihr selbst, weil sie ja nicht da waren, als der Drache gestorben ist. Darum ist das eine sehr gute Taktik, was ich in letzter Zeit auch oft mache, wenn ich Pre-Mate spiele. Jetzt wieder eine blöde Aktion von mir. Hier geht End der Fight los und ich teleportiere mich in die Base zurück. Gleiche Situation wie gerade, Teamfight 4 gegen 5. Meine Leute sterben hier und ich komme gerade erst aus der Base angerannt. Ist natürlich ein bisschen blöd. Von jedem Team ist jetzt einer gestorben. Der Pantheon rennt hier in die Riven rein. Schafft sie auch noch zu killen. Der Blitzcrank ist auch fast kaputt. Ich versuche jetzt möglichst schnell hinzukommen. Der Pantheon ist dann noch gestorben. Ich renne hier durch, rieche den Vega. Ich hoffe dann noch irgendwie ranzukommen. Hab jetzt auch mein Ulti auf die gezündet, auch wenn es ein bisschen sinnlos war. Der Kork, bin jetzt hinter dem Korki, ich rieche ihn auch. Er geht hier rüber, ich flash mich aber einfach hinterher und kill ihn dann damit und kriegen so noch einen Ace hin. Also da hat mein Team wirklich gut gekämpft, auch wenn mein Team wieder größtenteils alleine war, ohne mich. Haben sie trotzdem die Gegner ziemlich gut angeschlagen, sodass ich dann wenigstens mithelfen konnte, noch den Vega zu töten. Das hätte der Corki vielleicht nicht geschafft, bevor er gestorben wäre. Aber dadurch, dass ich den halt geultet habe, kam er nicht mehr weg. Und Corki konnte ihn töten und ich bin dann einfach hinter dem Corki her. Ich wusste hier schon, dass sich Corki definitiv über die Wand entweder flashen oder mit seinem Valkyrie drüber springen wird. Das war mir so klar. Darum bin ich auch direkt an ihm dran geblieben und habe gewusst, ich habe ja noch Flash.
Und sobald er darüber geht, dass ich mich dann hinterher flash, und so habe ich es dann ja auch gemacht und konnte so Corki töten mit Auto-Attacks, weil ich ihn ja auch immer geslowt habe. Das muss ich ein bisschen aufpassen, da hier drei Gegner sind, die mich irgendwie crowd-controllen können. Ich bin allerdings weggekommen. Ihr seht es jetzt auch, jetzt bin ich ein bisschen mehr auf Schaden gegangen. Ich habe mir hier Wits End geholt, was ziemlich gut ist, da ich dadurch mehr Attack Speed habe und es halt auch pro Attacke 42 Bonus Damage macht. Magieschaden, das heißt, ich mache zusätzlich zu meinen normalen Auto-Attacks mit jeder Attacke noch 42 Bonus magischen Schaden und mit jeder Attacke wird auch meine Magieresistenz erhöht. Bis zu 4x5, also bis zu 20 Bonus Magieresistenz kann ich kriegen. Hab jetzt hier auch den Vega gekillt, bin Legendary, ich habe 9:1 mittlerweile. Traue mich hier jetzt allerdings nicht so richtig hinter der Riven herzulaufen, weil ich wusste, der Sion muss noch irgendwo sein und wenn er mich jetzt im Tower gestunt hätte, wäre das ziemlich blöd gewesen. Zum Glück hatte ich da den richtigen Riecher, weil der Sion war hier direkt in der Nähe. Also mein Team ist jetzt hier hinter dem Blitzcrank her, hat allerdings natürlich gegen 5 Leute nicht so richtig eine Chance. Und ich sehe jetzt aber, die Riven hier ist fast kaputt, darum komme ich jetzt auch von hinten. Wenn die jetzt noch ein bisschen Schaden kriegt, kann ich einfach reinspringen. Allerdings rennt sie genau in die andere Richtung weg, weil sie gesehen hat, dass ich da von hinten komme. Darum muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil ich im Tower gestunt worden bin vom Sion. Allerdings rieche ich jetzt immer noch die Riven und bin ziemlich schnell. Ich versuche jetzt hier den Weg abzuschneiden. Mein Ulti hätte ich zwar noch, aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Ein Q und ein Auto-Tech reichen da, um die da zu killen. Und die Frau sagt Legendary. Ich habe 10:1 mittlerweile. Wenn jetzt hier noch irgendein Gegner zu nahe kommt, könnte ich mit Ulti auf ihn draufspringen. Das mache ich jetzt hier auch an dem Sion, damit er auf gar keinen Fall mehr wegkommt. Weil wir kamen von allen Seiten, das wusste ich. Und der Sion hätte sich wegflashen können eventuell. Darum lieber Ulti drauf machen, sodass wir den Kill auf jeden Fall kriegen. Und so halt das Team unterstützen. Jetzt ist da der Pantheon hinter dem Corki. Er ist hier perfekt dem Corki, den Blitzcrank-Grab ausgewichen. Kommt da auch noch irgendwie gerade so weg, keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Er überlebt noch gerade so. Der Corki ist, glaube ich, immer noch hinter ihm her, bricht jetzt aber ab. So ist dann zum Glück der Pantheon noch weggekommen und ich helfe hier beim Blitzcrank mit, sodass mein Team den killen kann. Ich kümmere mich jetzt hier einfach nur darum, den Inhibitor zu töten, weil ich weiß, mein Team kann die Gegner eh schon oft lange genug abhalten, damit wir hier den Inhibitor killen können. Und wenn man die Chance hat, einen Inhibitor zu töten, dann sollte man das auch machen, denn das bringt einem wirklich einen extremen Vorteil. Die Annie hätte sich da ein bisschen früher zurückziehen sollen, weil die hatte nicht mehr so viel und ist dann noch zu lange drin geblieben, sodass die Riven sie einfach gestunt hat und dann gekillt hat. Dann konnte auch der Corki nichts mehr machen. Er hat sich jetzt hier auch weggeflasht, weil die Gegner alle hinter ihm her waren. Wo war ich gerade? Genau. Wenn man die Chance hat, einen Inhibitor zu zerstören, dann sollte man das auch machen. Weil man dadurch sich einen sehr, sehr großen Vorteil verschaffen kann. Und oft ist es so, dass die Leute lieber Gegner töten und denken, ach, den Inhibitor kriegen wir so oder so, killen wir lieber erst noch die Gegner. Tja, und dann geht das Gegnerkillen in die Hose und man kriegt den Inhibitor nicht kaputt. Darum gehe ich bei so einen Sachen immer auf jeden Fall auf den Inhibitor, damit wenigstens einer den killt. Muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ihr habt es nämlich gerade gesehen, ich hatte hier extra ein Ward hingestellt, weil ich mir den Red Buff von den Gegnern holen wollte. Oh, jetzt wurde ich hier gestunt, musste jetzt aufpassen, jeder auch flasht mich da auch weg, weil ich wusste, ich habe gesehen, dass der Vega hier von hinten kommt und er hätte mich jetzt auch noch stunnen können, dann hätte ich sozusagen einen sogenannten Stunlock abgekriegt, also ununterbrochen Stunts. Ich bin jetzt hier einfach mit meinem Ulti auf den Corki gesprungen, sodass der Nunu ihn mit seinem Ulti killen kann. Ich stand da jetzt leider in 5 Leuten drin und habe da die im Schaden kassiert, aber ihr habt gesehen, wie lange ich da durchgehalten habe, sodass wenigstens die Leute alle ihre Attacken auf mich machen und nicht auf meine Leute, sodass die da viel Schaden machen können. Die Annie killt jetzt hier auch noch den Sion und die macht auch generell noch sehr viel Schaden an den anderen Leuten. Ist jetzt hier hinter der Riven her und jetzt der Corki auf den Blitzcrank. Der Vega kommt dann noch gerade so weg, ist er jetzt aber auch noch irgendwie gestorben und der Corki konnte dann auch noch die Riven töten, sodass wir überlebt haben. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach genau, ich hatte hier extra ein Ward ins Gebüsch gestellt, damit ich sehe, falls ein Gegner kommt, weil ich mir hier den Red Buff holen wollte. So wusste ich, dass der Sion hier kommt, allerdings nur blöd im Gebüsch stand und ich konnte mir den Red Buff holen. Hab jetzt hier, da ich ja relativ tanky bin, hier auch dann gerade im letzten Fight die Gegner getankt. Und so konnten wir ohne Probleme eigentlich, ich glaube nur ich bin gestorben, ah ne, Pantheon auch, also nur Pantheon und ich sind gestorben, wir haben den Teamfight gewonnen, haben jetzt hier auch das Spiel insgesamt gewonnen, ich bin glaube ich mit 10:1 aus dem Spiel gegangen, Victory. Ihr habt gesehen, auch als Jungle Warwick kann man hier noch gut sein in diesem Spiel und auch relativ tanky spielen.
Ich habe ein paar Fehler gemacht, beziehungsweise es war generell eine blöde Absprache, dass die Teamfights immer genau dann losgegangen sind, wenn ich gerade in der Base war. Gut, ich hätte auch mehr selber ein bisschen mehr drauf achten können, weil ich zum Teil die Teamfights schon angekündigt haben, schon über längere Zeit. Und ich habe mich dann erst noch in die Base zurück teleportiert. Ich hatte gehofft, dass mein Team dann auf mich wartet. Hat es leider nicht, aber davon kann man auch nicht ausgehen, dass die Teams das machen. Darum hätte ich da vielleicht selber ein bisschen mehr drauf achten müssen, dass ich dann in den Teamfights dabei bin. Aber ich kam wenigstens noch am Ende des Teamfights, so in der zweiten Hälfte meistens dazu, und so konnten wir dann doch noch ein paar Kills holen. Zum Glück war mein Team gut genug, das auch ohne mich mehr oder weniger hinzukriegen. Aber ich denke, ich war nicht ganz unbeteiligt an den Kills und an dem Sieg meines Teams, auch wenn es mehr und besser hätte sein können. Aber trotzdem bin ich mit 10-1 rausgegangen, habe oft die Gegner, die eigentlich schon weg waren, dann doch noch geholt, indem ich sie einfach hinter die Tower gedived bin, um sie noch wegzuholen und so noch ein paar Kills geholt habe. Von daher war das, denke ich, schon ganz gut. Auch meine Ultis haben oft die Gegner aufgehalten, sodass mein Team dann da genug Schaden machen konnte. Von daher denke ich, war das schon ganz in Ordnung. Ihr seht's, Jungle Warwick spiele ich auch potenziell eher tanky und nicht so viel auf Attack Damage. Denn jetzt im letzten Teamfight gesehen, ich stand da in allen 5 Leuten drin und hätte ich einfach nur auf Attack Damage gespielt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mal die Zeit meines Ultis auf dem Veigar durchgehalten, bis ich tot gewesen wäre. Und so konnte ich wenigstens noch ein bisschen Schaden machen und hatte ja am Ende trotzdem noch Damage-Items, wie zum Beispiel Wits End, und hätte jetzt eventuell auch noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Damage weitergemacht. Ich hatte jetzt am Ende 3000 Gold. Dann war aber auch das Spiel zu Ende, die Gegner haben aufgegeben. Das war's, das war mein Video mit Jungle Warwick. Ihr könnt den Bild ja einfach mal ausprobieren, wenn ihr Bock habt. Klappt auf jeden Fall sehr gut. Auch wenn meine Empfehlung immer noch der Lane Warwick ist von dem anderen Video. Aber das müsst ihr euch selber entscheiden, was euch besser gefällt. Es klappt auf jeden Fall beides, wie ihr seht. Ich verabschiede mich erstmal und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao, Leute.